Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen an der Technischen Hochschule Köln zur Vorlesung Grundlagen der Elektrotechnik. Heute mit der Folge Verlustloser Resonanzkreis. Wir haben in der letzten Folge den allgemeinen Resonanzkreis kennengelernt. Jetzt schauen wir uns den Serien- und den Parallelresonanzkreis einmal genauer an. Insbesondere schauen wir uns spezielle Eigenschaften jeweils an und dann das Verhalten im Frequenzbereich. Zunächst schauen wir uns nochmal, wie beim letzten Mal, die Impedanz an, die wir ja schon kennengelernt haben. Und wir erinnern uns, dass also die Impedanz ausrechnen lässt aus der Differenz der beiden Blindwiderstände. Und die Gesamtimpedanz natürlich komplett eine imaginäre Zahl ist. Wir können allerdings auch mit Hilfe der Kennwerte, die wir letztes Mal kennengelernt haben, das sind Resonanzfrequenz und Kennwiderstand, das Verhalten mit diesen Kennwerten ausdrücken. Und wenn Sie einmal hier schauen, ist die Herleitung dargestellt, die Sie sich vielleicht einmal, wenn Sie kurz auf Pause drücken, in Ruhe einmal anschauen. Dann enden wir bei der Gleichung, die hier unten dargestellt ist, bei der die Impedanz dieses Resonanzkreises ausschließlich mit dem Kennwiderstand Zc und mit der Resonanzfrequenz, in diesem Fall die Resonanzkreisfrequenz Omega R dargestellt ist. Und als frequenzabhängige Größe steht dann eben nur drin das Omega ohne Index. Nun, diese Gleichung ist die allgemeine Gleichung für einen solchen Resonanzkreis. Und die schauen wir uns jetzt einmal genauer an. Das heißt, um genau zu sein, kommen wir jetzt wieder zurück auf die Beschreibung der Impedanz mit Hilfe der beiden Blindwiderstände. Und schauen uns an, wie sich diese beiden Blindwiderstände addieren im Frequenzbereich, und zwar im doppeldogarithmischen Diagramm. Wir haben hier die zwei Komponenten. Wir haben hier einmal 1 durch J Omega C und einmal haben wir einmal J Omega L. Die erste Komponente ist umgekehrt proportional zur Frequenz. Das heißt, bei der Frequenz oder in diesem Fall bei der Kreisfrequenz steht ein Exponent von minus 1, also f hoch minus 1. Das heißt, wir haben eine Gerade, die mit der Frequenz abfällt. Dieser Term stellt da praktisch den Blindwiderstand in Abhängigkeit der Frequenz für einen Kondensator. Der zweite Term, der ist der Blindwiderstand für eine Induktivität. Auch die haben wir ja schon einmal kennengelernt. Das heißt, hier ist der Exponent an der Frequenz plus 1 und die passende Gerade steigt linear mit der Frequenz an. Nun, beide dieser Funktionen werden nun addiert. Das heißt, wir müssen über einen weiten Frequenzbereich das Maximum dieser beiden Funktionen nehmen. Allerdings haben wir jetzt bei der Frequenz, bei der sich beide Kurven kreuzen, eine Besonderheit, denn im Grunde haben wir eben gesagt, dass sich die beiden Blindwiderstandsbeträge für Kondensator und Induktivität voneinander abziehen, subtrahieren. Das heißt, bei der Resonanzkreisfrequenz ist unsere Gesamtimpedanz 0. Wir erinnern uns allerdings, in einem doppellogarithmischen Diagramm können wir keine 0 darstellen. Wir können nur darstellen, dass dieser Wert irgendwie ganz weit unten zu finden ist. Und deswegen ist also die Skizze für das Verhalten folgendermaßen. Was wir auf jeden Fall sehen, ist, dass bei dieser Kreuzung, bei dieser
Stelle sind nämlich der Blindwiderstand für Kapazität und Induktivität gleich. Und wir erinnern uns, das ist genau die Bedingung für die Resonanzfrequenz. Und bei dieser Resonanzfrequenz können wir praktisch aus dem Blindwiderstand des Kondensators oder der Induktivität direkt die charakteristische Impedanz ZC ablesen, die wir jetzt hier in dem Diagramm ja auch als Konstante eingetragen haben. Damit haben wir jetzt also unsere beiden Kennwerte, Resonanzfrequenz, Kennwiderstand in unserem Diagramm eingezeichnet. Es fehlt halt immer noch die Gesamtkurve für alles zusammen und die können wir jetzt eben eintragen, indem wir sagen, bei Resonanzfrequenz ist die Gesamtimpedanz geht gegen 0, ist also irgendwo ganz da unten und damit bekommen wir die Kurve folgendermaßen. Bei niedrigen Frequenzen verläuft die Kurve praktisch parallel zu der größeren der beiden Kurven, nämlich Kondensator, ja, weicht dann von dieser Kurve ab, um gegen 0 zu gehen. Und für höhere Frequenzen kommt die Kurve dann von 0 und nähert sich dann wieder der Geraden an, die dann eine Induktivität entspricht. Damit erhalten wir für diesen Resonanzkreis im doppellogarithmischen Diagramm den Gesamtfrequenzverlauf und wir sehen, bei Resonanzfrequenz ist genau ein Peak zu sehen, eine Spitze zu sehen. Weiterhin sehen wir, dass das Gesamtverhalten bei niedrigen Frequenzen dem eines Kondensators entspricht. Ganz einfach, weil die Impedanz der Induktivität um mehrere Größenordnungen kleiner ist und deswegen keine Berücksichtigung findet. Andersherum haben wir bei hohen Frequenzen ein induktives Verhalten, das heißt, dieser Resonanzkreis verhält sich praktisch genauso wie eine reine Induktivität. Das sollten wir uns merken, das kann uns in einigen Fällen später in den Vorlesungen nochmal hilfreich sein. Gut. Insgesamt können wir festhalten, dieser Serienresonanzkreis hat bei Resonanzfrequenz eine sehr kleine Impedanz. Im Idealfall geht sie gegen 0, während für niedrige Frequenzen und hohe Frequenzen die Impedanz immer größer wird. Wenn wir uns den Phasenverlauf anschauen, stellen wir fest, unterhalb der Grenzfrequenz, also bei niedrigen Frequenzen, verhält sich dieser Kreis wie ein Kondensator, also kapazitiv, mit einer Phasenverschiebung von minus 90 Grad. Und bei einem verlustlosen Resonanzkreis gibt es bei der Resonanzfrequenz einen Sprung und das Verhalten wird unmittelbar bei der Resonanzfrequenz induktiv. Das heißt, wir haben dann also einen Phasenwinkel von 90 Grad. Kommen wir nun zu einem Resonanzkreis, bei dem die Komponenten parallel geschaltet sind. Viele Sachen sind hier ähnlich, aber manche eben auch nicht. Auch durch die Parallelschaltung können wir das Ganze mit einer Gesamtimpedanz ausdrücken. Und wir stellen auch hier fest, dass sich dann nicht die Impedanzen voneinander addieren, sondern die Admittanzen, also die Blindleitwerte. Auch für diese gilt, dass dann, wenn der Blindleitwert vom Kondensator und der Blindleitwert der Induktivität den gleichen Betrag haben, dass sie sich dann voneinander abziehen. Das heißt, unsere Resonanzfrequenz ist genau wie beim Serienresonanzkreis dann, wenn die Impedanz oder die Admittanz, beides ist wurscht, für die Spule und den Kondensator gleich sind. Das heißt, Sie brauchen sich eigentlich nur einmal die Bedingung für die Resonanzfrequenz zu merken. Die gilt dann sowohl für den Serienresonanzkreis als auch für den Parallelresonanzkreis. Und genau so folgt dann aus der Gleichung, für den Fall, dass eben beide gleich sind, die Gleichung für die Resonanzfrequenz. Auch hier brauchen Sie sich nur eine Formel merken
Die ist dann die gleiche für den Serien- und den Parallelresonanzkreis. Ich erinnere noch einmal daran, dass die Formel für die Resonanzfrequenz mindestens so wichtig ist wie das Ohmsche Gesetz. Und ich erinnere Sie auch noch mal daran, dass ich Sie nachts um 3 nach einer Party wecken können müsste und Sie nach dieser Formel fragen können müsste. Und Sie sollten dann eigentlich in der Lage sein, diese Gleichung aufzusagen. Gut, was haben wir noch? Auch die Kernimpedanz ist genau definiert wie beim Serienresonanzkreis, nämlich kurzerhand als die Impedanz, die eine der beiden Komponenten bei Resonanzfrequenz hat. Und daraus ergibt sich dann auch genau die gleiche Gleichung ZC gleich Wurzel L durch C für die Kernimpedanz bei der Parallelschaltung. Das Einzige, was jetzt einen Unterschied macht, das ist die tatsächliche Berechnung der Impedanz bei Resonanzfrequenz für die Parallelschaltung, denn wir haben es hier mit der Parallelschaltung dieser beiden Impedanzen zu tun. Und wenn wir die können wir ebenfalls ausdrücken durch die Kennwerte, charakteristisch Impedanz ZC und Resonanzfrequenz. Und wenn Sie sich ein bisschen Mühe geben, dann können Sie entsprechend die Werte einsetzen und erhalten hier unten die Gleichung für den Impedanzverlauf als Funktion von Kennwiderstand und Resonanzfrequenz. Wir bleiben aber zunächst einmal bei der Gleichung, die wir etwas weiter oben aufgestellt haben und rot umrahmt haben, als Funktion von Spule und Kondensator. Und das schauen wir uns nachher nochmal an, bevor wir uns zunächst einmal die Eigenschaften bei Resonanzfrequenz genauer anschauen. Wir sehen jetzt hier die Gleichung, die wir gerade eben aufgestellt hatten, nochmal dargestellt und den Resonanzkreis bestehend aus Kondensator und Spule an einer Wechselspannung angeschlossen. Ignorieren Sie zunächst einmal die Schlussfolgerung, die unten dargestellt ist. Auf die wollen wir jetzt genauer hinarbeiten. So, wir sehen, bei Resonanz ist die Admittanz, also praktisch der Blindleitwert der Induktivität und der Kapazität gleich groß. Und daraus folgt, dass also unterm Strich gesehen, wenn wir das nämlich genau ausrechnen, kriegen wir raus, dass die Gesamtimpedanz gegen unendlich geht. Schauen Sie, das, was unter dem Bruchstrich steht, dass diese Größe, die nähert sich für die Resonanzfrequenz, wenn beide gleich sind, gegen 0. Das heißt, wir haben hier also den Grenzwert von 1 durch eine Größe, die gegen 0 geht und die strebt gegen unendlich. So, wir können also sagen, ein Parallelresonanzkreis verhält sich in der Resonanzfrequenz genauso wie eine Unterbrechung. Hat also eine unendlich hohe Impedanz. Es fließt von außen gesehen kein Strom in diesen Resonanzkreis hinein. Aber Achtung, jetzt kommt der kleine Kasten unten. Wir haben zwar außen einen kleinen Stromfluss, aber innerhalb des Resonanzkreises fließt trotzdem Strom durch die Induktivität und die Kapazität hindurch. Denn an beiden liegt ja eine Wechselspannung an. Und ähnlich wie im Resonanzkreis sich die Spannungen kompensieren, so kompensieren sich hier beim Parallelresonanzkreis die Ströme, die innerhalb des Resonanzkreises fließen. Wenn wir jetzt die komplexen Phasen nämlich mit berücksichtigen, dann sehen wir, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt durch den Kondensator der Strom vielleicht positiv ist oder von oben nach unten fließt und bei der Induktivität zum selben Zeitpunkt der Strom in die entgegengesetzte Richtung fließt. Nach außen hin kompensieren sich beide, aber unterm Strich gesehen können wir uns das auch so vorstellen, als ob praktisch in diesem Resonanzkreis der Strom im Kreis fließen würde.
Und Achtung, dieser Resonanzstrom, der kann ganz schön groß sein. Der kann um vieles größer sein als das, was wir außen irgendwie als vielleicht irgendwelche Restströme messen. Der kann so groß sein, dass er unsere Komponenten zerstört oder vielleicht wenigstens stark erhitzt. So, zum Beispiel, wenn er durch die Induktivität fließt, die dann vielleicht doch noch einen kleinen Widerstand hat, sodass das Ganze nicht ganz verlustfrei ist, aber nahe dran. Also aufgepasst, bei einer Parallelschaltung eines Resonanzkreises kann es passieren, dass wir große Ströme innerhalb des Resonanzkreises fließen haben. Gut, kommen wir jetzt wieder zum Frequenzverhalten, wie schon versprochen. Und wir schreiben jetzt wieder die Gesamtimpedanz mit dem Paralleloperator, also mit diesen zwei Strichen dazwischen. Und sehen uns einmal wieder genau an, was das bedeutet. Wir haben zum einen, ganz ähnlich wie eben, einmal den Impedanzverlauf der Induktivität mit der Frequenz steigend. Und wir haben zum anderen den Impedanzverlauf der Kapazität mit der Frequenz fallend. Der Exponent an der Frequenz ist minus 1. Okay, und jetzt erinnern uns wir hoffentlich an die Vorlesung zu doppellogarithmischen Diagrammen. Und da hatte ich Ihnen gezeigt, dass wenn wir eine Parallelschaltung von einzelnen Verläufen haben, dann zählt der jeweils kleinere Wert für die Gesamtimpedanz. Und das sehen wir gleich. Zunächst schauen wir uns aber erst einmal nochmal die Kennwerte an. Dort, wo sich die beiden Kurven von Blindwiderstand der Spule und Kondensator kreuzen, sind sie natürlich beide gleich groß. Und da hatten wir ja eben definiert, das ist unsere Resonanzfrequenz. Und wir hatten ja außerdem definiert, dass bei Resonanzfrequenz jede dieser Komponenten den jeweiligen Kennwiderstand als Blindwiderstand hat, sodass wir dann an diesem Kreuzungspunkt tatsächlich unseren Kennwiderstand einzeichnen können. Gut, jetzt haben wir im Wesentlichen die Komponenten, die wir brauchen. Müssen wir uns einmal überlegen, wie sieht die Impedanz bei Resonanzfrequenz aus? Richtig, die Impedanz strebt gegen unendlich, hatten wir gesagt. Auch das können wir in einem doppellogarithmischen Diagramm, auch sonst in Diagrammen, nicht ohne weiteres einzeichnen. Wir zeichnen hier symbolisch dafür wieder einen Pfeil ein, der nach oben zeigt und symbolisiert, dass dort die Kurve gegen unendlich geht. Und jetzt können wir skizzieren den Verlauf, nämlich bei niedrigen und hohen Frequenzen folgt der Verlauf dann jeweils dem kleineren der beiden Kurven, also kommt praktisch aus niedrigen Impedanzen hoch und irgendwann weicht er dann ab, um dann eben bei Resonanzfrequenz gegen unendlich zu streben. Das heißt, wenn wir uns das mal genau anschauen, ist diese Kurve im Grunde genau spiegelverkehrt, ja, zu der Kurve eines serienen Resonanzkreises, den wir ja schon kennengelernt haben. Auch hier sehen wir wieder, bei niedrigen Frequenzen verhält sich dieser Anordnung diesmal wie eine Induktivität und bei hohen Frequenzen wie eine Kapazität, also genau umgekehrt wie beim Serienresonanzkreis. Hier ist also etwas, was sich auch wieder unterscheidet zwischen diesen beiden Anordnungen. Schauen wir uns noch den Phasenverlauf an. Der entspricht natürlich dem, was wir gerade schon gesagt haben. Bei niedrigen Frequenzen dominiert die Induktivität, also Phasenwinkel 90 Grad. Bei hohen Frequenzen dominiert die Kapazität, also Phasenwinkel minus 90 Grad. Ja, damit möchte ich zunächst für heute einmal schließen. In der nächsten Folge lernen wir kennen, was passiert, wenn solche Resonanzkreise Verluste haben. Bis dahin wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.